Nochmal. Frau Bundeskanzlerin, ich erlaube mir da einfach die Bewertung, dass es angesichts des zeitlichen Vorlaufs von 2 Tagen gar nicht möglich war, da nochmal fundiert nachzuprüfen und dass Sie sozusagen dieses Risiko, das Sie eingegangen sind, auch politisch verantworten müssen. Aber dass es gewissermaßen keine Selbstkritik gibt, ist ja nicht nur bei Ihnen so, sondern auch bei Ihrem Finanzminister und auch bei Ihrem Wirtschaftsminister. Dort wird immer nur über die Verantwortung anderer gesprochen. Und ich möchte Sie jetzt einfach mal konkret fragen. Wer trägt denn in der Bundesregierung, deren Chefin Sie sind, politisch Verantwortung für die Prozesse, die hätten zur Aufdeckung dieses Betrugs führen müssen? Wer ist der Verantwortliche? An wen kann sich die Öffentlichkeit, an wen kann sich das Parlament aus Ihrer Sicht denn wenden? Die Bundesregierung als Ganzes hat ihre Schlussfolgerungen aus den Vorgängen gezogen und heute das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität verabschiedet, das dann dem Parlament überwiesen wird. Und dann können die Vorgänge umfassend nicht nur retrospektiv, das muss sein, sondern auch in ihren Lehren für die Zukunft diskutiert werden.